Habt ihr am Sonntag auch Fernsehen geschaut? Ich zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder, weil mein Vater ruft um 8:30 an. Ken, schaust du gerade an Hänsler? Da geht es um ganz neue Erfindungen beim Essen. Ich so, alles klar. Es ging um die Show, die leckerste Idee Deutschlands. 10 Startups haben ihre Food-Neuheiten vorgestellt. Der Gewinner, also die leckerste Idee, darf dann in Zukunft sein Produkt in allen Rewe-Märkten verkaufen. Hat sich irgendwie cool angehört, deswegen habe ich sie auch angeschaut und das Einzige, was hängen geblieben ist, ist, dass die Frau Zarella keine Ahnung von Sojabohnen hat und ihre Kinder sollen nicht so viel Sojaprodukte essen aus Angst vor den Hormonen. Bevor ich jetzt Frau Zarella erkläre, was der Unterschied zwischen einer In-vitro-Studie zu isolierten Isoflavonen und in den Lebensmitteln natürlich vorkommenden Phytoöstrogenen ist, sage ich lieber Frau Bös, essen Sie weniger Fleisch, denn das schaut nicht gut aus. Zumindest war ich so sprachlos über das Produkt, das da gewonnen hat, dass ich mir dachte, ich mache gleich ein Video dazu, zeige euch den Gewinner und höre mir dann eure Meinung an. Ich bin der Ken und normalerweise bekommt ihr hier leckeres Geschmacksrodeo-Gebot mit viel Wissen rund um gesundes, ausgewogenes Essen. Aber heute gibt es mal kein Rezept. Dafür könnt ihr aber auf meinem Foodblog, der jetzt endlich fertig ist, alle Zutaten zu meinen Rezepten ausdrucken, damit ihr beim Kochen mal was in der Hand habt. Ein herzliches Dank dafür geht auch an Website Freiburg. Die haben einfach nur mega geile Arbeit geleistet. Ein herzliches Dank für eure Kreativität. Und ich kann nur sagen, wenn ihr auch eine Website braucht, dann kann ich bedenkenlos und ohne rot zu werden, die Jungs und Mädels von Website Freiburg empfehlen. Die wissen, auf was es ankommt und machen einfach nur geilen Scheiß. Eigentlich wollte ich euch ja alle 10 Produkte vorstellen. Leider habe ich sie nicht alle bekommen und bevor dann einer irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt, dachte ich mir, ich zeige euch nur den Sieger und den jeweiligen Konkurrenten aus der Vorrunde. Damit ihr euch ein Bild von den beiden Startups machen könnt, stelle ich euch beide vor. Leider habe ich keinen Zugriff auf Showmaterial, aber auf YouTube findet man auch so den ein oder anderen Ausschnitt und wir fangen mit Bunte Burger an. Hallo, ich bin der Ulrich, das ist der Mario. Wir sind die Gründer und Geschäftsführer, die hinter der bunten Burgerbewegung stehen. Unsere Patties sind kein Fleischimitat. Wir bringen mit kreativen Gemüsekombinationen neue Geschmackserlebnisse auf die Tellermitte. Statt Gluten, Soja oder Palmöl verwenden wir nur beste Bio-Zutaten wie Hülsenfrüchte, Gemüse und feinste Gewürze. Die Mindesthaltbarkeit unserer Burger-Patties liegt bei 150 Tagen ab Produktion. Das auffällige Design spricht total viele Leute an und ist ein richtig guter Kundenstopper. Alle unsere Patties haben einen Nutri-Score von A. Die IFS-zertifizierte Produktion unterstreicht unser hochqualitatives Produkt. Ob auf dem Burger, als Tellermitte mit leckerer Soße und Salat oder vom Grill, bunte Burger ist immer ein Genuss. Hört sich echt geil an, was die beiden Jungs da machen. Und wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr Rock'n'Roll mit reinbringen, dann könnte man fast euphorisch werden. So wie Kandidat Nummer 2. Hallo liebe Leute, die Geschichte hat hier begonnen von Kartoffeldöner. Wie ihr Bescheid wisst, vor einem Jahr haben wir Kartoffeldöner, oder habe ich das entwickelt, erfunden weltweit, das älteste Kartoffeldöner in Drehspieß. So, jetzt habe ich wieder was Neues, aber diesmal wird wirklich die Geschichte knackiger, nämlich Kartoffeldönerwurst habe ich entwickelt, vom Geschmack hier, von, ja, dieses Gerät, ich suche immer mal meine Hilfsgeräte für technische Sachen bei Baumarkt und das habe ich damals gefunden, weil ich gar keine Ahnung von Wurst habe, wie man da reinfüllt. Das war die Hilfsmittel, aber jetzt, komm mal her ganz kurz, das machen wir auf den Teller, dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Ich habe das Glück, dass ich der Erste bin, der Kartoffeldöner Wurst isst. Schauen wir mal, ob das sich gelungen hat. Wer die Show nicht gesehen hat, wirklich so einen sympathischen, authentischen, netten, ehrlichen Kerl habe ich selten gesehen. Wenn die Show vorbei gewesen wäre, nach der Vorstellung der Kandidaten, hätte ich gesagt, ja, auf geht's, Gewinner, ohne mit der Wimper zu zucken. Selten sowas Sympathisches und Ehrliches, Authentisches gesehen. Ich bin Fan von ihm. Aber hier geht's nicht um Sympathie, hier geht's um den Geschmack. Wir wollen schauen, wie die beiden Produkte schmecken, ob der Sieger gerechtfertigt ist und wir fangen mit den bunten Burgern an. Bunte Burger kommen mit 2 Patties auf den Markt. Einmal den Superhero Patty und einmal den Boom Jack Barbecue. CO2-neutralen Nutri-Score von A, was ganz gut ist. Aber warum der Nutri-Score mit Vorsicht zu genießen ist, seht ihr in diesem Video. Auf die Zutatenliste schauen wir erst später. Ich will so neutral wie möglich in die Verkostung gehen. Und bevor die Patties in die Pfanne wandern, machen wir einen Geruchstest. Und so ein Patty kostet so 3 Euro ein paar zerquetschte.
Vom Geruch sind sie schon sehr geil, der zumindest. Der ist ziemlich dominant, man riecht irgendwas Sekkadiner Gulasch. Es riecht irgendwie nach Sekkadiner Gulasch, keine Ahnung. Sehr geil auf jeden Fall. Der Sekkadiner Gulasch Burger. Der vegane Sekkadiner Gulasch Burger. Der riecht halt nach Bohnen. Klar, also sie riechen gut. Wenn sie so gut schmecken, wie sie riechen, dann ist das safe. Schauen wir mal, ab in die Pfanne. Auch beim Braten verhalten sie sich überraschend angenehm. Das heißt, sie pappen so gut wie gar nicht fest, was ich echt geil finde, weil jeder, der öfters mal ein Veggie-Patty macht, kämpft früher oder später mit dem Festkleben und die beiden verhalten sich da echt fair. Probieren wir erstmal den Sekkadiner Burger. Ja, ist okay. So ein bisschen verflogen, dieser intensive Anfangsgeruch, den ich da hatte, der ist weg und jetzt riecht er einfach nur angebraten. Linsen ist auf jeden Fall drin, ich sehe sie schon, also die rieche ich nicht nur, die sehe ich. Wir schauen gleich mal, was noch alles drin ist, aber jetzt schon mal, um es rausschmecken. Ein bisschen säuerlich, also eine ganz, ganz leicht säuerliche Komponente, aber nicht zu dominant, cool, schmeckt gut. Schauen wir den Burger, den Bohnen-Patty an. Der riecht herzhafter, riecht nach Bohnen, klar, man sieht auch hier Bohnen. Gut, sehr gut. Das hat irgendwie mehr Kick, mehr Drive. Wir schauen gleich mal auf die Zutatenliste. Wie gesagt, ich habe nicht auf die Zutaten geschaut, einfach um objektiv bleiben zu können. Auch bei der Wurst habe ich nicht auf die Zutaten geschaut. Hier nicht auf die Zutaten. Wir schauen jetzt gleich mal an, was da alles drin ist. Aber der gelbe hier hat mehr Drive, mehr, da ist mehr Kreativität drin. Definitiv. Der Bums, der ist gut. Ein guter Patty. Schluss aus. Kidneybohnen, rote Beete, Rapsöl, Reisflocken, Kichererbsenmehl, Umeboshi, cool, sehr kreativ. Das sind so eingelegte japanische Aprikosen, sehr lecker. Flohsamenschalen, Steinsalz, Senf, Essig, alles ökologisch, biologisch. Junge grüne Jackfruit, alles klar, Jackfruit. Jetzt weiß ich auch, warum der so eine faserige Konsistenz hat. Jackfruit ist geschmacksneutral, da kann man jetzt nicht erwarten, dass man die Jackfruit rausschmeckt. Aber jetzt weiß ich, jetzt erklärt es diese faserige Konsistenz, sehr geil. Kichererbsen, cool. Rote Linsen, ich dachte eher an gelbe Linsen, aber alles klar. Rote Linsen, Zwiebelpulver, Kichererbsenmehl, Apfelessig, Flohsamenschalen, wahrscheinlich wegen der Bindung. Gewürze, auch alles biologisch. Ja, cool. Coole kreative Patties. Im Großen und Ganzen bekommen wir von Bunte Burger ein klimaneutrales, vollwertiges Produkt in Bioqualität, das gut schmeckt, und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass diese Patties dann in Kombination mit einer Burger-Komposition das volle Geschmackspotenzial entfalten können. Und wir kommen zum Kontrahenten und zum Sieger der Show, dem Bratkartoffel, wollte ich schon sagen, dem Kartoffeldöner. Der Kartoffeldöner-Bratwurst. Schwein? Nee, Quatsch. Kann gar kein Schwein sein. Ist ja Quatsch. Keine Ahnung. Da muss es halt eine Geflügelbratwurst sein. Also ich hätte jetzt vom Geruch her, aber ich kenne mich auch nicht. Ich kenne mich halt auch nicht aus. Ich habe das letzte Mal Wurst vor keine Ahnung wie vielen Jahren gegessen. Ich kann mich nicht erinnern, was meine letzte Wurst war. So lange ist es her, insofern. Schauen wir mal. Auch hier ist das Bratverhalten angenehm. Ich habe zwar keine Referenzwerte, aber sie brät sich jetzt mehr oder weniger unkompliziert. Also allein vom Geruch her hätte ich mir jetzt schon mehr Aromen erwartet. So wie die Böse reagiert hat beim Testen, dachte ich, da kommt jetzt ein Sammelsurium aus Bratkartoffeln, Döner und was weiß ich was auf mich zu. Und beim Anbraten hat es eigentlich nach nichts gerochen. Schauen wir mal, was der Geschmack sagt. Okay. Ja, da sieht man die Kartoffeln. Kartoffeln sind drin. Was ist das da? Schaut aus wie Presswurst. Schaut aus wie diese klassische Fleischpresswurst.
Es erinnert mich jetzt nicht an Dönerfleisch, sondern eher an Fleischwurst. Schauen wir mal. Echt jetzt? Echt jetzt? Hänsler, Mensch. Gut, du hast da nichts dafür können, gell? Echt jetzt? Das ist die leckerste Idee Deutschlands. Also wenn das die leckerste Idee Deutschlands ist, dann... Frau Bös, was ist mit Ihren Geschmacksnerven? Grulinesen. Kann ja nicht sein, dass das besser schmeckt als die zwei Burger Patties. Ich meine, Burger Patties waren jetzt halt nicht die Offenbarung, aber rein geschmacklich war das ja deutlich besser als das da. Ich meine, ich schaue mal auf die Inhaltsstoffe. Aber... Okay, alles klar. Pute. Pute, Kartoffeln, Sucuk. Wo ist das Sucuk? Ehrlich, das schmeckst du nicht. Sucuk, Dextrose, Zucker, Gewürzextrakte, Natrium, Ascorbat, Konservierungsmittel, Natriumnitrit, Spinat, Putenfett mit Haut, Kartoffelstärke, Speisesalz, Gewürze, Senf, Dextrose nochmal, Knoblauch, Stabilisator, Diphosphate, Zucker nochmal, zum dritten Mal Geschmackverstärker, Mononatriumglutamat. Dafür schmeckt es einfach nicht gut genug. Dass wir hier Mononatriumglutamat drin haben, schmeckt es halt nach Arsch und Friedrich. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber Raucharoma, essbare Wursthülle und Rinderkollagen, ja. Das ist die leckerste Idee Deutschlands. Ich meine, der Erfinder ist echt eine coole Socke. Da braucht man nicht drum herum reden. Sehr sympathisch. Ich habe ihn gesehen, habe gedacht, ja, Alter, alles klar, da geht's weiter. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Das war einfach ein cooler Kerl, Authentizität pur. Ich habe geglaubt, was er gesagt hat, ich habe es ihm abgenommen. Und wenn ich live da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar die Wurst am Abend abkauft, weil er so cool war. Aber das da, das ist nicht cool. Weder von den Inhaltsstoffen noch vom Geschmack her. Das ist nicht, das ist doch nicht das leckerste Produkt Deutschlands. Ehrlich jetzt, es schmeckt wie eine billige Bratwurst vom Aldi. Wobei ich nicht weiß, wie eine billige Bratwurst vom Aldi schmeckt. Aber ich stelle mir halt, es schmeckt halt wie eine billige Wurst. Also wie eine Bratwurst. Wie halt ein Sammelsurium an Geschmackverstärkern, Fetten, Salz und sonst nichts. Also, Hänsler, da muss man eingreifen. Du kannst doch sowas nicht durchwinken als das leckerste Produkt Deutschlands. Die leckerste Idee. Ein bisschen Geschmackverstärker Salz und das ist dann die leckerste Idee Deutschlands. Echt jetzt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, dass wir ein bisschen Show machen müssen, ist klar. Aber rein geschmacklich bin ich jetzt doch, habe ich mehr erwartet. Wenn es wenigstens nach Bratkartoffeln und Döner, ich meine, dann wäre das Produkt immer noch ein Schmarrn, dass man sich nicht kaufen wird, wenn man auf seinen Körper und auf seine Gesundheit was hält. Aber wenn es wenigstens so schmecken wird, wie es mir eingeredet worden ist, wie es uns suggeriert wurde, wenn es so schmecken wird, dann wäre ich sagen, okay, alles klar, es ist lecker. Aber es ist nicht einmal lecker. Es ist nicht lecker. Es schmeckt heute wie jeder andere auch. Tut mir leid. Ganz ehrlich, Leute, ich habe überhaupt kein Problem, auch wenn ich jedem raten würde, keine Wurst, egal welche zu kaufen, geschweige denn zu essen, aber ich hätte kein Problem zu sagen, diese Wurst schmeckt außergewöhnlich gut. So gut, dass sie die leckerste Idee Deutschlands ist. Aber beim besten Willen, ich kann es nicht nachvollziehen, was da in der Show passiert ist. Wir hatten 10 Produkte, davon einige super spannend und ich kann mir auch vorstellen, vom Geschmack her einige super interessante Geschmackskompositionen. Und das ist die leckerste Idee, für mich nicht. Und dann fangen wir noch gar nicht an zu fragen, wie es sein kann, wenn es um die Idee geht, dass ein Produkt, das besteht aus Putenfleisch, und jetzt machen wir erstmal einen kleinen Sidestep. Ich weiß, den meisten von euch ist das Tierwohl jetzt nicht so wichtig und ich will darüber auch gar nicht groß philosophieren, aber wenn euch das Tierwohl schon scheißegal ist, vielleicht ist euch eure Gesundheit oder noch wichtiger, die Gesundheit eurer Kinder nicht scheißegal, Frau Zarella. Angst vor Soja haben, aber dann Putenfleisch gut finden, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Denn jetzt kommen wir zu einem wirklich wichtigen Faktor. Putenfleisch, das mit am meisten verseuchte und am meisten mit Antibiotika und resistenten Keimen belastete Fleisch, das man sich nur irgendwie vorstellen kann. Es gibt einfach nichts Ekligeres und Ungesünderes als Putenfleisch aus der Massentierhaltung. Und jetzt fragt euch bitte mal, wo das Fleisch aus dieser Wurst herkommt. Nicht vom Biobauern nebenan, wobei man für den Preis von fast 5 Euro für eine Bratwurst mit Billigfleisch sich schon fragen kann, wo da der Preis herkommt.
Und wenn euch das Thema Fleisch, Antibiotika und resistente Keime näher interessiert, dann schaut euch dieses Video an. Und wenn euch schon das Tierwohl scheißegal ist, dann nehmt wenigstens Rücksicht auf eure Kinder, die Gesundheit eurer Kinder, und kauft keine Wurst aus dem Supermarkt. Egal welche. Das ist einfach hochgradig ungesund. Und wenn ihr eure Kinder liebt, dann kauft nicht so einen Müll, wo Tiere leiden und jedes Jahr über 30.000 Menschen in Europa an resistenten Keimen sterben. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Mein Fazit, ich kann es geschmacklich nicht nachvollziehen und auch von der Idee nicht verstehen, dass ein Produkt, das aus Putenfleisch, Kartoffeln, Kalbfleisch, Zucker, Dextrose, Natriumascorbat, Natriumnitrit, Putenfett mit Haut, Diphosphate, Mononatriumglutamat, Raucharoma und der Wursthülle aus Rinderkollagen die leckerste Idee Deutschlands sein kann. Was ist eure Meinung? Bleibt gesund und haut rein!